Was geht, Freunde? Euer Lieblingshuhn Kiro ist wieder am Start. Ihr habt schon gesehen, wir testen eine komplett neue Horror-Mod aus. Und ich sehe hier dieses Fenster schon. Da wird uns, glaube ich, ein bisschen erklärt, was wir tun sollen. Ich drücke mal auf Play. Welcome to the Minecraft Player Protection Program. Oh Gott. Okay, was der Typ da gerade gesagt hat, ist überhaupt nicht gut. Ich fasse es mal für euch zusammen, weil das ging schon relativ lang und war auf Englisch. Und zwar ist dieses Etwas, was uns da begegnen soll, auf jeden Fall sehr geräuschempfindlich. Es kann andere Geräusche nachimitieren, also eine Kuh, Huhn oder sonstiges. Es kann Lachen und Stimmen imitieren. Und ich soll mich am besten nicht in Schnee- oder Waldgebieten aufhalten, das mag der gar nicht. Und ich soll nicht wirklich viel schlafen oder vorsichtig sein, wenn ich Türen öffne. Und ich sehe gerade hier, da ist schon mal so ein Haus. Und hier haben wir Schnee. Unsere Hauptaufgabe soll wohl laut diesem Mann daran bestehen, dass wir VHS-Tapes finden. Ich weiß nur nicht genau, wo die sein sollen. Aber das Haus ist hier komplett kaputt. Oh mein Gott, habt ihr das gerade gehört? Der hat hier irgendwo gelacht. Ist er hier? So schnell! Was passiert hier? Okay, aber hier, warte mal. In dem Fass hier war ein Helm. Und Brustplatte. Hose, okay, Schuh. Oh Gott, Wind, okay. Und ein gekochtes Hühnchen! Alter, das geht gar nicht fit, ich bin ein Huhn. Aber noch eine Taschenlampe. Ich ziehe mir hier alles kurz mal an. Funktioniert die Taschenlampe? Oh! Was? Warum? Warum ist die Tür gerade kaputt gegangen? Okay. Was ist hier unten? Ey, das Haus ist voll runtergekommen. Hier leuchtet ein Licht. Aber sonst ist hier nichts. Ey, wieso ist die Tür kaputt gegangen, Mann? Egal, ich gehe jetzt einfach mal nach oben. Jetzt haben wir hier nichts. Oh, wa- Help me. Das ist voll das komische Gesicht. Ist das hier? Was ist das? Was ist das hier? VHS-TV. Ah, okay, da können wir dann wahrscheinlich die VHS-Tapes reinmachen. Oh, hier sind Tools. Nice. Iron Ingots noch. Knopf. Ist hier noch so? Okay. Okay. Ey, das ist voll gruselig hier, Mann. Eine Redstone-Torch. An Bett. Ich mach mal hier meinen Respawn-Punkt. Ist vielleicht hier oben noch was? Das scheint nämlich so ein Dachboden noch zu sein. Ich mach mal hier mir so einen kleinen Weg. Ich habe auch nicht nur die neue Horror-Mod reingemacht, sondern auch, wie man schon hören kann, so richtig hier Ambiente-Sound. Ich habe da gar keine Lust drauf. Ich weiß gar nicht, warum ich mir sowas antue, aber es ist hier so super windig. Ich habe so einen ultra-gruseligen Shader reingemacht, ey, Leute. So, haben wir hier irgendwas? Oh, hier ist ein Fass. Find mich von Omega Strich. Steht da drin. In Minecrafts Dorf, wo Häuser stehen, dicht. Ein Platz mit einem Schatz, doch er liegt nicht Sicht. Ein zentraler Punkt von Dorfleben erfüllt. Doch etwas fehlt, das ihm Glanz verleiht. Okay, ist das was? Und dann? Ich verstehe es nicht. Aber ich glaube, da drüben ist ein Dorf. Was stand da? In Minecrafts Dorf, wo Häuser stehen, dicht. Okay, also ich glaube mal, dass ich zu dem Dorf da gehen soll. Warte mal, ich nehme mir noch hier ein bisschen Holz mit von dem Haus. Und wenn ich schon diese Eisenbarren habe, dann mache ich mir auch noch direkt noch einen Eimer. Man weiß ja nie. Ey, aber wie der vorher so gruselig gelacht hat, als ob der schon hier ist, Alter. Das macht ich, also, ich habe jetzt nicht gewusst, dass das so schnell losgehen soll. Das ist krass. Sollen wir den Fernseher mitnehmen oder hier lassen? Ich weiß nicht. Ich glaube, ich lasse ihn jetzt einfach mal hier. Nicht, dass ich da irgendwas verbacke, weil ich glaube, das soll so sein. Und dann habe ich hier einen Wassereimer. Oh, hier ist es auch total kaputt alles. Egal, Wasser nehme ich halt hier mal mit. Oh, und hier sind richtig viele Heuballen. Warte mal. Das ist gut. Das ist sehr nice. Zack. Daraus mache ich mir jetzt nämlich einfach Brote. Dann habe ich nämlich schon genug zu essen auf jeden Fall. Wird's dunkel? Boah, habe ich jetzt gar keinen Bock drauf, wenn das jetzt schon dunkel wird. Weil ich soll ja auch nicht so viel schlafen, hat er gesagt. Also ich darf nicht so viel schlafen, weil der kommt irgendwie auch in meinen Träumen oder so. Ey, soll ich noch irgendwie schnell zum Dorf oder soll ich hier bleiben? Ich weiß es nicht. Wie schnell wird's denn dunkel? Egal, ich habe eine Taschenlampe. Ich gehe jetzt einfach zum Dorf. Ich laufe einfach zum Dorf. Oh, oh. Ich glaube, das war ein Fehler. Oh, ich höre die Grillen zirpen. Oh nein. Was ist das? Macht das die Taschenlampe? Oh, halt echt? Oh Gott, es ist so dunkel. Oh mein Gott. Ey, die Taschenlampe ist voll verrückt.
Was da? Was leuchtet da? Oh, was macht er hier? Hat er mich gesehen? Ich glaube, der hat mich gesehen. Lass mich weg, lass mich weg, lass mich weg. Oh mein Gott. Wie er da steht. Bro. Wow. Bro, what the fuck? Hey, geh weg! Geh weg, Mann! Ey! Ey! Ey, was macht der? Alter! Lass mich schlafen, lass mich schlafen, lass mich schlafen! Geht er dann weg? Hä? Ah, ist er weg? Nein, der ist immer noch da! Hä? Hä? Alter, wie der ausschaut! Hä? Bro. Bro, das ist gar nicht gut. Ich, also... Oh mein Gott. Das heißt, er kommt nachts. Aber ich soll am besten so wenig schlafen wie möglich. Wie soll ich das denn schaffen? Er scheint da aber weg zu sein. Ich sehe den nirgendwo mehr. Okay, dann mache ich mir jetzt die ganzen Brote einmal. Da mache ich mich jetzt auf zum Dorf, um das Rätsel zu lösen. Wir haben die Nacht jetzt einfach überlebt. Der Typ scheint halt wirklich irgendwie weg zu sein. Boah, was ist das denn für ein krasses Dorf? Hä? Das ist so über den Bergen so verteilt. Das ist voll der krasse Seed, hä? Ich traue mich ehrlich gesagt nicht, die Türen zu öffnen. Ich gucke jetzt einfach mal so. Hallo? Jemand zu Hause? Es ist irgendwie so ruhig auf einmal. Vorher war es ja so windig und alles, aber jetzt ist es irgendwie so ruhig. Es gefällt mir irgendwie nicht so ganz. Ey, wirklich, um die Türen zu vermeiden, ich baue einfach ab. Guck mal, easy. Hier ist aber auch irgendwie niemand. Oh, Brote. Noch ein paar Äpfel, Kartoffeln. Nice. Und wieder raus hier, ohne die Tür zu benutzen. Ich glaube halt wirklich, wenn ich die Türen benutze, dann steht er irgendwann einfach in meinem Gesicht. So, jetzt nochmal das Rätsel. In Minecrafts Dorf, wo Häuser stehen, dicht. Ja, hier sind sehr viele Häuser. Ein Platz mit einem Schatz, doch er liegt nicht zicht. Das verstehe ich nicht. Seit wann gibt es in Dörfern einen Schatz? Oder ist das wegen der Mod auch? Also ist das VHS-Tape vielleicht damit gemeint? Was, ey, das ist hier in einer Höhle. Kann ich da mit der Taschenlampe... Alter, wie weit die geht. Was ist das für eine Taschenlampe? Die macht hier irgendwie alles kaputt. Hä? Was ist das? Das ergibt keinen Sinn. Der Komposter ist weg. Ja, okay, so geht Farmen auch natürlich. Easy. Okay, von da hinten kommen wir auf jeden Fall. Okay, egal, wir lesen nochmal weiter. Ein zentraler Punkt, wo Dorfleben erfüllt. Das würde ich sagen, ist so der Markt, aber wo ist hier der Markt? Also ich meine, hier hört das Dorf noch auf, oder ist da oben noch was? Ist hier oben noch mehr Dorf? Das klingt irgendwie doof. Moment. Halt echt? Hier ist noch mehr, also hier sind noch mehr Häuser. Da oben ist noch dieser Braustandburg. Hier ist der Brunnen. Aber ich würde sagen, hier existiert irgendwie kein Dorfleben. Also hier ist irgendwie niemand. Das ist voll gruselig, Mann. Ah, geht hier der Weg, der offizielle Weg? Weil hier sind nämlich diese Wegböden. Ey, wie krass sieht das denn hier aus? Was ist das für ein krasser Seed eigentlich? Hallo, ist hier jemand? Das ist total die Geisterstadt. Ey, hier muss doch jemand sein. Nein, ich benutze keine Tür. Ich benutze keine Tür. Nein, nein, nein. Es ist einfach niemand in dem Dorf. Okay, also was soll mir dann ein zentraler Punkt von Dorfleben erfüllt sagen? Doch etwas fehlt, das ihm Glanz verleiht. Ja, es fehlen die Dorfbewohner, also es fehlt der komplette Glanz. Also was hat das Rätsel jetzt hier mit dem Dorf zu tun und warum ist es hier auf einmal so ruhig? Ein Hase! Noch einer! Warte mal, warum sind hier die Türen offen? Ich habe gerade übelste Gänsehaut. Bro, das ist nicht normal. Warum sind hier die Türen offen? Ich war ja da gar nicht drin. Und hier sind keine Dorfbewohner. Wer hat die Türen aufgemacht? Alter, diese Geräusche, jetzt ist es auf einmal wieder so belebt. Was ist hier? Das ist ein Knopf. Hä? Warte, was passiert da? Da ist ein Hebel. Hä? Ey, was ist das? Was ist das? Warte mal, ich mach mal hier lieber einen Weg. Soll ich da jetzt runter? Da ist Wasser, oder? Ey, ich hab grad so mies Gänsehaut. Okay, ich geh runter, ich geh runter, ich geh runter. Was ist das hier und warum ist hier so ein Brummen? Hier ist Licht und da leuchtet's irgendwie. Oh mein Gott, Tape. Das erste Tape und noch ein Buch. Nah dran. Kann ich da hochschwimmen? Nein, 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 das geht nicht. Bro, dieses Brummen. Hä? Was mache ich jetzt? Warte, hier ist ein Knopf. Was? Was ist das hier? Ich habe noch ein Buch. Dort, wo das Licht am Flackern, du die Antwort findest ganz nah. Mit Werkzeug wäre kluger, bevor die Hand abfällt.
Such im Dreck, was aus der Reihe tanzt. Das war doch... Also da unten. Warte mal. Da unten ist doch das flackernde Licht. Oh, der lacht schon wieder. Oh mein Gott. Oh mein Gott, lass mich raus. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Brutalste Gänsehaut gerade. Und es wird dunkel. Und es wird dunkel, Alter. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Lass mich nach Hause. Oder halt zu der Hütte. Ich weiß, das ist ja nicht unbedingt mein Zuhause. Lass mich bloß hier weg. Ich will das Tape anschauen. Ey, ich habe so krasse Gänsehaut. Ich bin so angespannt. Ey, das ist krass. Also ich mag das einfach nicht, wenn der so lacht. Lieber die Taschenlampe in die Hand nehmen. Ich gehe jetzt einfach schlafen, auch wenn das sozusagen nicht empfohlen wurde. Egal, ich gehe jetzt schlafen. Ich gehe jetzt schlafen, egal was passiert. Okay, ich mach nichts. Was passiert? Oh, es ist hell. Wo ist das Tape? Hier, ich leg's ein. Okay, okay, das ist wieder auf Englisch. Ich werde es wieder zusammentragen. Die Geschichte wurde jetzt zu Ende erzählt. Also es geht eigentlich nur darum, dass es erstmal erzählt wurde, dass ein Dorf in Frieden gelebt hat. Ein Eisengolem das Dorf beschützt hatte, aber die Villager sich gedacht haben, wir übernehmen jetzt das Dorf. Also eigentlich das, was wir so aus Minecraft kennen. Allerdings gab es dann ein paar Flüchtige aus dem Dorf, die dann eben in das Schwarzeichen-Forest gerannt sind. Und dort haben sie eine komische Kreatur gesehen, die wir auch schon gesehen haben, mit diesem komischen leuchtenden Kopf. Und der hat sich eben als Urgestein, Urkreatur des Behüter des Waldes vorgestellt. Und die haben sich dann um einen Kampf gebettelt irgendwie. Also sozusagen, das ist ein bisschen die Background-Story, die da erzählt wurde von dem Tape. Über das Monster, denke ich mal. Deswegen hieß das Tape auch Monster. Das wäre natürlich cooler gewesen, wenn das Tape auf Deutsch gewesen ist, weil ich hatte eine sehr bedrückende Stimmung, als ich das gehört habe, so ganz alleine. Ey, krass, wie windig das hier einfach auch ist, ne? Ich habe das Tape auch wieder bekommen. Ich glaube, ich tue das mal hier alles jetzt mal, was ich gerade nicht brauche. Also find mich, das Rätsel haben wir wohl, glaube ich, gelöst, I guess. So, guck mal, alles hier weg, was man nicht benötigt. Boah, das ist echt krass, also ich habe irgendwie durchgehend Gänsehaut. Ich habe sowas noch nie erlebt, wie krass so eine Mod sein kann. Also ich fühle mich hier einfach auch mehr als nur alleine, weil das Dorf einfach komplett leer war. Egal, wir gehen jetzt einfach nochmal durch das Rätsel hier. Dort, wo das Licht am Flackern, du die Antwort findest ganz nah. Mit Werkzeug wäre kluger, bevor die Hand abfällt. Das verstehe ich halt überhaupt nicht. Suche im Dreck, was aus der Reihe tanzt. Dort, wo das Licht am Flackern. Boah, sag mir jetzt bitte nicht, es muss dunkel dafür werden, dass ich irgendwo hier in der Distanz sehen kann, wo irgendwie was flackert. Bro, bitte tu mir das nicht an jetzt. Ich gehe nochmal ins Dorf und gucke, ob ich da flackernde Lichter jetzt sehe. Ey, soll ich dieses Monster mal so richtig hart provozieren und da im Schneegebiet rumlaufen? Weil ich sollte es ja eigentlich gar nicht tun, aber wenn ich es trotzdem mache... Oh Gott, ich glaube, ich soll es einfach lassen, ne? Ich weiß wirklich nicht, wann ich das letzte Mal so viel Angst hatte vor Minecraft. Das ist ja wirklich geisterkrank. Hallo? Okay, ich muss jetzt halt eigentlich in die Häuser mal auch so richtig reingehen. Und ich habe jetzt einfach mal, weil ich bin ein Huhn, ich habe jetzt einfach mal die Eier und öffne die Türen. Okay. Ich verstehe nicht, was passieren soll und das macht mir halt Angst. Sind hier flackernde Lichter auch nicht, ne? Okay, 3, 2, 1. Oh Gott. Auch keine flackernden Lichter hier in dem Haus. Und ich öffne hier auch die Tür. Nichts. Keine flackernden Lichter soweit. Ey, ich habe die ganze Zeit so miese Gänsehaut. Ne? Das ist krass. Das könnt ihr gar nicht nachvollziehen. Sonst da oben vielleicht flackernde Lichter. Und hier, wo die Türen schon offen waren. Hier vielleicht flackerndes Licht auch nicht. Mann, ja, in den Brunnen gehe ich auf jeden Fall nicht auch einmal rein. Alter, ich gehe da runter und der lacht da, Alter. Nicht nochmal rein. Aber hier scheint es auch kein flackerndes Licht zu geben. Nein, hier nicht und hier auch nicht. Hey, da ist ein Eisengolem. Ist der auch echt? Warte mal. Alter, warum habe ich dich davor nicht gesehen? Alter, wo hast du die Dorfbewohner gelassen, Mann? Ich habe irgendwie Sorge, dass das so dieses Viech ist, dieser Monster. Der sich jetzt einfach nur in so einen Golem tarnt. Ja, es ist doch keine normale Taschenlampe, die macht ja alles kaputt. Selbst die Blätter. Hä? Ich versuche wirklich mal dieses Monster damit anzustrahlen. Denn es wird leider schon wieder dunkel. Ey, weißt du was? Ich bleib bei dir. Ich bleib bei dir. Ich habe nämlich das Gefühl, bei Nacht kommt der. Und ich bleibe jetzt einfach mal beim Eisengolem. Vielleicht können wir den besiegen. Und dann kriege ich noch ein Tape oder so. Okay, okay, Alter. Ey, das wird gar nicht gut enden. Das wird schrecklich. Das wird so furchtbar. Egal, ich habe meine Taschenlampe. Mach hier den Weg kaputt. Guck mal. Bzzum, bzzum, bzzum. Die Sonne verschwindet ganz, ganz langsam. Oh Gott, da wird es finster. Aber wie finster es da unten wird. Jetzt sind wir soweit. Mein Eisengolem-Freund und ich, wir wären soweit. Eisengolem-Freund, bist du noch da?
Bitte verlass mich nicht, ja? Ich gucke mich gerade um, aber ich sehe noch nichts. Also kein Leuchtekopf. Leuchtekopf, wo bist du? Ich will auch hier irgendwie nicht runtergehen, ne? Der Eisengolem und ich scheinen hier oben sicher zu sein. Also er kommt irgendwie nicht hierher. Ich muss ja eigentlich in der Nacht gucken, wegen dort, wo das Licht am Flackern. Jetzt in der Nacht kann ich es ja am besten eigentlich sehen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ey, warum tue ich mir das eigentlich an? Ich sehe jetzt hier nichts, was flackert. Ich gehe jetzt hier runter. Digga, du Creeper hier, Mann. Geh mal weg jetzt. Essen, essen, essen. Es leuchtet hier aber nichts, also es flackert hier nichts. Das heißt, ich check mal das eine Haus hier noch. Ist hier irgendwas am Flackern? Warte mal. Da unten, warte mal, warte mal. Ich geh schlafen, auf Risiko. Nicht, dass der mich jetzt bekämpft. Ich mach nichts. Okay. Dies in Unwissenheit zu sein, das macht mich voll fertig. Was ist da? Was ist das? Hau ab! Wer bist du? Was? Der ist immer noch da. Hä? Was passiert denn? Distant Dämon. Der chillt hier immer noch. Gehst du weg? Hallo? Hallo? Ich glaube, ich muss das kurz reloaden hier. Ja, okay. Jetzt geht's wieder. Die Mod ist noch in einer Beta, also deswegen existieren sowieso ein paar Bugs. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das hier so sein sollte. Es gibt wohl noch so ein Distant Demon schwarzes Monster-Ding. Und hier ist es jetzt am Flackern. Dort, wo das Licht am Flackern, du die Antwort findest ganz nah. Mit Werkzeug wäre kluger, bevor die Hand abfällt. Suche im Dreck, was aus der Reihe tanzt. Mit Werkzeug wäre kluger, bevor die Hand abfällt. Such im Dreck, was aus der Reihe tanzt. Also dort, wo das Licht am Flackern, die Antwort ganz nah. Hinter den Bücherregalen irgendwas? Sieht nicht so aus. Und hier? Nein. Das sieht eher danach aus. Geht einfach rein. Und hier ist ein Knopf. Okay. Okay, ja, hier kommt nur Wasser. Wow! Okay, Alter, wo bin ich hier? Ich bin irgendwo hier ewig weit oben oder so. Da ist noch ein Dorf. Alter, was ist das hier für ein krasses Haus, Alter? Hier ist auch die Tür auf. Oh, ich habe eine Hexe gehört. Ich weiß gar nicht, ob das die Mobgeräusche sind, die man wirklich so vernimmt, weil es hieß, dass dieses Viech halt auch imitieren kann. Mach mal weg hier. Ist da was drin? Hä, ich kann die... Kann ich die nicht aufmachen? Was ist da los? Was ist das hier für ein Anwesen? Ist hier eine CD drin? Nein. Ihr solltet wahrscheinlich hier alles angucken und anfassen. Hier sind überall Knöpfe und so. In einem Bücherregal vielleicht. Ich gucke jetzt überall nach. Das ist ja übelst krass. Okay, ich gehe mal hoch. Hallo. Hier sind nur leere Räume in der nächsten Etage hier oben. Nein, hier ist auch alles leer. Kein Knopf, nichts. Hier geht's aber noch weiter hoch. Und hier ist es einfach nur leer. Dann gehen wir noch zu der letzten Etage. Und da ist eine Truhe. Und das zweite Tape. Das Tape, The Echoes of Bygone Bells. Ja, und wie komme ich jetzt wieder zurück? Warte mal, das sieht hier sehr komisch aus. Wo waren jetzt eigentlich die ganzen Monster, die man gehört hat? Okay, aber egal. Ich habe jetzt die zwei Tapes, beziehungsweise das zweite Tape. Aber ich weiß halt jetzt nicht, wie ich wieder zurück nach Hause komme zu dem Fernseher. Ich hätte ihn doch lieber mitnehmen sollen. Ich guck mal, ob das hier unten in dem anderen Dorf vielleicht da auch noch was gibt. Hier irgendwie runter. Jetzt keinen harten MLG machen müssen. Weil ich glaube, da unten ist ein See. Bro, hör auf! Digga. Aber das sieht hier ganz gut aus. Ich droppe jetzt einfach. Ja, ja, hier ist ein See. Sehr nice. Sind hier wenigstens Dorfbewohner? Ja, 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 ja. Oh mein Gott. Ey, krass. Und das fliegt hier einfach so rum. Ey, Leute, wisst ihr eigentlich, dass da so eine riesige Fläche über euer Dorf schwebt? Habt ihr davon schon irgendwie was erfahren? Das ist ein normaler Brunnen, okay. Aber irgendwas mit den Glocken hat das zu tun wegen dem Tape. Da drüben ist ein Pillager-Outpost. Warte mal, ist das vielleicht das Dorf aus der Geschichte? Wenn hier jetzt noch in der Nähe so ein Schwarzwald ist, dann definitiv. Weil da ist ein Pillager-Outpost. Hier ist ein Dorf und in der Geschichte, habe ich ja vorher erzählt, ging es darum, dass Pillager ein Dorf überfallen haben und ein paar von diesen Dorfbewohnern dann in den Schwarzwald geflüchtet sind. Gibt es da hinten irgendwo einen Schwarzwald? Ey, was ist das für ein krasser Seed? Was sind das hier für Terrains? So, komm her, Alter. Ich habe kein Schild. Ich hätte mein Schild machen sollen. Habe ich noch Eisen dabei? Ich habe noch Eisen dabei. Ich mache mir kurz ein Schild. Ich glaube, das ist nicht klug, ohne Schild gegen die zu kämpfen. Schild gemacht. Zack, ran da. Und jetzt kommt her. Hier wäre auch eine Werkbank gewesen. Und jetzt kommt er. Ich befreie die Allies.
Kommt raus, meine Freunde. Ja. Oh, da ist Josef. Kommt alle raus. Ihr seid die Besten. Nicht euch mit einer Taschenlampe anstrahlen. Naja, so hätte ich es auch machen können. Einfach mit der Taschenlampe die Zäune wählen. Das ist ja ganz toll. Oh, ich gehe jetzt hoch, Mann. Wer sich mir in den Weg stellt, wird abgeschlachtet. Naja, wenigstens eine XP-Flasche gab es hier. Aber ich sehe jetzt hier in der Nähe kein Schwarzwald. Oh Gott. Das heißt, das hier hat auf jeden Fall nichts mit der Story zu tun. Jo, wo kommst du auf einmal her? Aber es wird dunkel. Das finde ich jetzt nicht so spitze, um ehrlich zu sein. Mann, ihr nervt. Weg mit dir. So. Alter, was willst du jetzt? Die Treppen lassen sich damit einfach auflösen. Warte mal, habe ich einen Schaden gemacht mit der Taschenlampe? Hä? Wenn ich Rechtsklick drücke, mache ich den Schaden mit der Taschenlampe. Das macht hier gar keinen Sinn. Egal, ich bleibe jetzt einfach hier und halte die Nacht durch oder so. Ich habe hier nämlich keine Lichtquelle. Oh Gott, ich habe mich gerade so erschreckt vor dir, Mann. Boah, die Taschenlampe ist schon stark, ne? Okay, vielleicht ist hier irgendwie der leuchtende Leuchtkopf. Dann warte ich einfach die Nacht jetzt hier ab. Diesmal aber auch wirklich. Die letzte Nacht musste ich ja nach etwas Flackerndes suchen. Und das habe ich auch gefunden. Das war einfach die ganze Zeit unter mir. Ich besiege euch mit Taschenlampenlicht. Ja, wie viele sind denn hier eigentlich? Warum laggen die? Bro, das ist eine Singleplayer-Welt. Was geht jetzt? Alter, ich habe noch nie erlebt, dass eine Singleplayer-Welt einfach laggt. Ey, das ist gruselig. Warum laggen die? Bro, chill. Sind das überhaupt echte Pillager oder ist das der Leuchtekopf, der sich getarnt hat? Das ist halt jetzt die Frage. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Jetzt bin ich zu denen da reingefallen. Oh, oh. Gott, ich bin gleich tot. Warte mal. Okay, regenerieren. Hä? Das werden einfach auch nicht weniger. Ja, in die Lava. Okay, ich habe mal bis jetzt. Das ist vorbei. Nein. Oh, ich habe mein Zeug noch nicht geschlafen. Egal, was passiert, ich gehe einfach schlafen. Zack. Okay, hallo. Kommt der Distant Demon jetzt wieder, weil ich geschlafen habe? Aber nice. Ich habe meine Sachen. Ich sehe jetzt auch hier nichts Ungewöhnliches. Erstmal die Lage checken. Ey, ich habe jetzt richtig harte Paranoia. Ich mache hier einfach alles zu. So, wo irgendwas reinkommen kann. Ich alles zu. So, hier auch. So, und ich höre jetzt das zweite und finale Tape The Echoes of a Bygone Bells an. Er möchte mir eine Story erzählen. Okay, ich trage sie euch dann wieder zusammen. Was? Hello? Ah? Can you find me? What the f***? Can you find me? Was ist das? I'm here. Ich will dich nicht finden, Alter. Du, behind you, look. Was? Behind you. Du bist nicht hinter mir, ey. Ich sehe das. I'm behind you. Was ist das? I'm right behind you. Bro, chill bitte. Chill einfach ab. Bro, holy. Also was, war ganz nett hier. Ich bleibe jetzt hier draußen, wie immer. Ja, schade, dass die Tapes auf jeden Fall nicht auf Deutsch sind, weil das, was da erzählt wurde, ist viel spannender, als wie ich es in der Zusammenfassung zusammenfassen kann. Ganz komisch gesagt. Jedenfalls gab es einen jungen Mann namens James, der sich in die Minen verkrochen hat. Dort hat er eine ganz komische Struktur auch gefunden. Und in dieser Struktur wollte er sich erstmal niederlassen. Doch dann kam ihm eine schwarze Figur plötzlich vor ihm. Ich glaube mal, das wird wahrscheinlich dieser Distant Demon sein, den wir vorher auch gesehen haben. Und er hat ihm einen Deal angeboten. Er gibt ihm sozusagen ultimative Macht, Reichtum und was auch immer er haben möchte. Und er hat sich mit dieser schwarzen Kreatur auf diesen Deal eingelassen. Doch was dann passiert ist, ist, dass sozusagen sein Fleisch angefangen hat zu brennen und weitere Sachen, die ich jetzt nicht erzählen möchte. Schlimme Dinge sind an diesem James passiert. Und seither soll man dann seine Schreie in den Minen hören. Wie er verzweifelt nach Hilfe ruft und doch von der ganzen Dunkelheit verschlungen wird. Das ist auf jeden Fall sehr interessant. Aber damit habe ich es auf jeden Fall geschafft. Ich habe die zwei Tapes besorgt. Wir haben sie uns angehört. Wir kennen jetzt auf jeden Fall die Geschichte. Ich habe durchweg Gänsehaut gehabt die ganze Zeit. Die Rohaufnahme geht jetzt über die Stunde. Ich weiß nicht, wie lange das Video im Endeffekt sein wird, aber ich hoffe, ihr habt euch genauso gegruselt wie ich mich. Schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare. Ansonsten, wenn ihr mehr solcher Videos haben wollt, abonnieren, liken und teilen, das würde mich sehr freuen. Für mehr Horror, guckt euch jetzt dieses Video hier an. Dort haben wir versucht, Herobrine zu holen.